Hallo, mein Name ist Niklas Schmidt und ich bin Personal Trainer und ich werde heute mit euch ein Ganzkörpertraining im Get Fit Club durchziehen. Alles, was ihr hierfür braucht, sind am besten zwei verschiedene Paare von Kurzhanteln, Dumbbells. Ich habe hier einmal 20 Kilogramm und einmal 10 Kilogramm. Wenn ihr allerdings keine Kurzhanteln zu Hause zur Verfügung habt, dann einfach hier rechts oben im Eck draufklicken und ihr kommt zu einem Full Body Workout mit mir in Bodyweight Session. Aber heute mit Dumbbells Ganzkörpertraining. Let's go! Wir werden heute ein Ganzkörpertraining mit Kurzhanteln durchführen. Dabei starten wir mit großen Muskelgruppen wie etwa die Beine, die Brust und der Rücken und beenden das Workout mit Schultern, Bizeps und Trizeps, also kleine Muskelgruppen. Ihr findet die Beschreibung des Workouts auf dem Bildschirm und unten in der Beschreibung, falls ihr nicht mehr ganz mitkommt, welche Übungen hier heute dran sind. Und bitte nicht vergessen, den Channel abonnieren und auf die Glocke drücken, damit ihr auch wirklich schön in Zukunft versorgt werdet mit weiteren YouTube-Videos von uns. Wir starten unser Ganzkörper-Workout mit den Beinen. Wieso? Weil die Beine eine sehr große Muskelgruppe ist und wir am Anfang vom Workout sehr viel Energie zur Verfügung haben. Diese Energie brauchen wir für große Muskelgruppen, deswegen starten wir heute mit Beinen. Wir starten mit Goblet Squats, dafür braucht ihr eine Kurzhantel, am besten eine etwas schwere. Ich schnappe mir hier meine 20 Kilo Kurzhantel und jetzt platziere ich sie hier vorne vor dem Körper, platziere meine Füße hüftbreit und gehe mit geradem Oberkörper in die Hocke nach unten. Ganz wichtig in dieser Position ist, dass die Füße nicht zu eng sind, weil man sonst aufgrund der Beweglichkeit nicht schön nach unten kommt. Lieber etwas breiter stehen, die Zehenspitzen nach außen zeigend und jetzt schön in die Hocke gehen. Das Ganze von der Seite betrachtet, die Hüfte schiebt nach hinten und runter in die Hocke. Je weiter man sich nach vorne lehnt, umso mehr Booty-Fokus bei der Übung. Je gerader man mit dem Oberkörper bleibt, umso mehr vordere Oberschenkel-Fokus. Bedeutet Goblet Squats für die Glutes, für den Booty oder für die vorderen Oberschenkel. Ich empfehle hier 3 bis 4 Sätze mit 8 bis 12 Wiederholungen. Die zweite Übung heute wird für die Beinrückseite sein, sprich für die Hamstrings und den Gluteus, den Glute. Dazu machen wir Kurzhantel Romanian Deadlifts. Alles, was ihr hierfür braucht, sind 2 Dumbbells. Ich würde für die Fortgeschrittenen schwerere Kurzhanteln bevorzugen und für die Beginner leichtere Kurzhanteln. Da ich, wie man hoffentlich sieht, etwas fortgeschrittener bin, werde ich mir hier die schweren Kurzhanteln schnappen, dabei die Hanteln in die Hand nehmen und jetzt wandern wir mit der Hüfte nach hinten und dem Oberkörper nach vorne und machen Kurzhantel Romanian Deadlifts. Bis circa zur Mitte Schienbein nach unten gehen und wenn man das Ganze von der Seite betrachtet, was hier sehr viel wichtiger ist, dann sieht man, dass sich die Hüfte hier nach hinten bewegt und nach vorne. Falsch wäre das Ganze, wenn sich hier der Rücken auf diese Art und Weise bewegen würde. Hier wirklich die Kurzhanteln an den Beinen entlang nach unten gehen lassen, die Hüfte nach hinten schieben und die Hüfte wieder nach vorne schieben. Ganz wichtig, das Kinn in die Brust legen, damit die Halswirbelsäule gerade bleibt und schön mit den Kurzhanteln nach unten und die Hüfte von vorne nach hinten schieben. Dabei ist der Stand Hüftbreite und wie gesagt die Tiefe circa bis Mitte der Schienbeine. Ich würde hier auch 3 bis 4 Sätze empfehlen mit einem Wiederholungsbereich von 8 bis 12. Die Beine haben wir hinter uns gebracht und nun kommen wir zur nächsten Muskelgruppe und zwar zu der Brust. Dazu machen wir die Übung Floor Press. Wie das Ganze schon
Heißt, erkennt ihr, das Ganze wird am Boden stattfinden. Dazu wieder zwei Dumbbells, Kurzhanteln zur Verfügung stellen, hier hinlegen, sich einmal auf den Boden hier platzieren und jetzt die Kurzhanteln jeweils hier auf den Oberschenkel drauflegen. Wichtig ist, dass die Kurzhanteln nicht zu schwer sind. Da hier eine Kurzhantel schon auf dem Bein liegt, ist es relativ schwer, mit einer Hand hier die zweite Kurzhantel aufs zweite Bein zu bringen. Je nachdem, wie viel Gewicht ihr hier heben könnt, das Ganze auch dosieren. Gut, wir trainieren die Brust. Das bedeutet, einmal hier hinten am Boden legen, die Ellbogen in einer Art V platzieren, sprich nicht ganz im rechten Winkel, sondern V-mäßig zum Oberkörper und jetzt die Schulterblätter hinten zusammenziehen und die Kurzhanteln nach oben pressen. Explosiv nach oben und schön langsam nach unten. Wem das Ganze hilft, der kann auch seine Beine hier abwinkeln und Floor Press durchführen. Gut, jetzt gibt es die Möglichkeit für die Fortgeschrittenen das Ganze zu erschweren. Ich werde hier etwas leichtere Kurzhanteln hernehmen und wir machen Flies auf dem Boden. Dazu wieder auf den Boden platzieren, die Hanteln nach oben und jetzt wandern die Hanteln zur Seite raus und wieder nach oben. Wichtig ist hier, dass die Ellbogen nicht maximal gestreckt sind, sondern etwas abwinkeln, um die Belastung aus dem Bizeps herauszunehmen. Diese Übung eher für die etwas Fortgeschrittenen unter uns. Für die Kurzhantel Floor Press oder die Kurzhantel Floor Flies würde ich 3 bis 4 Sätze empfehlen mit einem Wiederholungsbereich von 12 bis 15. Wir haben das Beintraining und das Brusttraining hinter uns gebracht und als nächstes kommt der nächste große Muskel dazu und zwar der Rücken. Fürs Rückentraining brauchen wir eine Dumbbell, wir machen nämlich sogenannte Dumbbell Rows, Kurzhantel Ruder. Eine etwas schwerere Kurzhantel nehmen, am besten hier in meinem Fall wieder die 20 Kilo, hier am Boden platzieren und mit einer Hand zugreifen. Die andere Hand stützt entweder, wenn ihr im Fitnessstudio seid, auf einer Bank ab oder wenn ihr zu Hause seid, auf einem Stuhl oder ähnlichem. Irgendwas, wo ihr euch abstützen könnt, ein Fensterbrett als Beispiel. Gut, mit einer Hand abstützen, dann den Fuß, bei dem die Hand vorne ist, nach hinten platzieren und jetzt hier die Hantel zum Rücken bzw. nach oben ziehen. Wichtig ist, dass die Hantel hier nicht gerade nach oben geht, einen linearen Verlauf hat, sondern sehr wichtig ist, dass die Hantel hier etwas im Bogen gezogen wird. Oftmals passiert der Fehler, dass hier gerade nach oben gezogen wird und somit nicht der Rücken trainiert wird, sondern die hintere Schulter. Wenn ich das Ganze aber hier im Bogen nach hinten ziehe, treffe ich ganz genau meinen Rückenmuskel. Bedeutet, hier abstützen mit einer Hand, das andere Bein nach hinten und hier schön im Bogen nach hinten ziehen. So weit nach oben, wie es geht, ohne hier irgendwie den Rücken zu verdrehen. Schön gerade bleiben und nicht verdrehen. Das Ganze dann mit der anderen Hand, das andere Bein nach hinten stellen, hier vorne abstützen und im Bogen nach oben ziehen. Da es sich hier wieder um eine große Muskelgruppe handelt, würde ich 3 bis 4 Sätze empfehlen mit 8 bis 12 Wiederholungen. Die großen Muskelgruppen haben wir jetzt hinter uns gebracht, wir kommen zu den etwas kleineren Muskelgruppen. Dabei starten wir mit den Schultern und mit der Übung Military Press mit Kurzhanteln.
Hier wieder zwei Kurzhanteln schnappen. Ich nehme die etwas leichteren, eine etwas schwerere Übung. Und dann die Kurzhanteln hier in die Hand nehmen. Hüftbrett stehen und die Hanteln hier oben neben dem Kopf platzieren. Und jetzt schön gerade nach oben drücken. Vielleicht etwas in die Knie gehen, um stabilisiert zu sein im Unterkörper und schön mit den Kurzhanteln nach oben wandern. Wenn man das Ganze von der Seite betrachtet, ist sehr wichtig, dass der Ellenbogen hier unter der Hantel ist, beziehungsweise etwas vor der Hantel. Wenn das Ganze hier hinten ist, wird vermehrt die Rotatorenmanschette hin trainiert und die Brust. Bedeutet, den Ellbogen hier nach vorne fahren, am besten unter der Kurzhantel, noch besser etwas vor der Kurzhantel, um die Schulter optimal zu treffen. Bedeutet, das Ganze hier so platzieren und jetzt schön gerade über den Kopf drücken. Explosiv nach oben und etwas langsamer nach unten. Schön seitlich nach oben. Military Press für die Schultern. Ich empfehle hier 3 Sätze mit 8 bis 12 Wiederholungen. Wir werden uns jetzt um die hintere Schulter kümmern und zwar in Form von Kurzhantel Flies, Reverse Flies, vorgebeugt. Wir haben 3 Muskelgruppen bei der Schulter, einmal die vordere, die seitliche und die hintere Schulter und heute bei diesem Workout bzw. bei dieser Übung attackieren wir die hintere Schulter. Dazu wieder 2 Kurzhanteln hernehmen. Ich nehme hier meine 10 Kilo, hüftbreit stehen, den Oberkörper jetzt so weit nach vorbeugen, dass er parallel zum Boden ist. Die Hanteln vor dem Körper platzieren und jetzt die Ellbogen hier nach hinten ziehen. Schön im Halbbogen nach hinten ausfahren. Wichtig ist hier, dass in der Position der Arm etwas abgewinkelt ist und nicht ganz ausgestreckt ist, um die hintere Schulter optimal zu erwischen. Das Ganze von der Seite betrachtet, vorbeugen, parallel zum Boden mit dem Oberkörper, Ellbogen etwas abwinkeln und jetzt schön seitlich im Halbbogen nach hinten ziehen. Die hintere Schulter, ein Muskel, der oft vernachlässigt wird. Wir vernachlässigen ihn nicht. 3 Sätze hier mit 8 bis 12 Wiederholungen. Am Ende unseres Workouts werden wir noch den Bizeps und den Trizeps trainieren. Heißt die Arme. Wir starten mit Bizeps und sogenannten Kurzhantel-Bizeps-Curls. Hier wieder 2 Hanteln in die Hand. Ich nehme meine 10 Kilo Hanteln. Platziere sie hier neben dem Körper locker hängend und jetzt gehe ich mit jeweils einer Hantel nach oben und drehe die Hantel nach innen und wechsle das Ganze hier ab. Wer will und wem das besser gefällt, der kann hier auch zuerst nur die rechte Seite trainieren und dann zur linken Seite wechseln. Es gibt auch noch die Möglichkeit, beide gleichzeitig nach oben zu führen. Ich persönlich wäre aber hier eher für die Variante, zuerst eine Seite zu machen und dann die andere Seite, weil die Übung somit länger dauert und man ein bisschen mehr Kalorien verbrennt beim Krafttraining. Heißt, von der Seite, Ellbogen bleibt hier in Position, die Hand wandert nach vorne und dreht sich nach außen. Ellbogen in Position bleiben. Falsch wäre es hier, mit dem Ellbogen nach vorne zu wandern. Hier richtig bleiben, den Ellbogen in Position lassen und die Hantel schön sauber
nach oben ziehen. Als kleiner Trick, um die volle Range of Motion zu haben, in der untersten Position den Trizeps anspannen und dann die Hantel nach oben ziehen. Die Arme vertragen etwas mehr Volumen, deswegen würde ich hier 3 Sätze mit 12 bis 15 Wiederholungen empfehlen. Bei der letzten Übung des heutigen Ganzkörper-Workouts handelt es sich um den Trizeps, den Überkopf-Trizeps-Extensions. Hier könnt ihr das Ganze mit einer Hand machen oder mit beiden Händen. Ich werde beides hier einmal vorzeigen. Wir fangen an mit einer Hand, dazu die Hantel hier in meinem Falle wieder die etwas leichtere nach oben hinter dem Kopf platzieren, den Ellbogen hier gerade zum Oberkörper und jetzt den Ellbogen in Position lassen und die Hantel nach oben drücken. Wichtig ist hier, dass der Ellbogen nicht zur Seite wandert, sondern schön gerade in Position bleibt und die Hantel nach oben gedrückt wird. Das Ganze dann wechseln zur anderen Seite, hier wieder eine Gerade bilden und schön hinter dem Kopf nach oben drücken, bis der Ellbogen ausgestreckt ist. Das Ganze noch einmal kurz von der Seite betrachtet, hier schöner gerader Körper, nicht irgendwie nach vorlehnen oder zu weit nach hinten, schön gerade und den Ellbogen hier durchstrecken und in Position lassen. Für den Trizeps. Wenn ihr das Ganze etwas schwerer machen wollt oder mit der schwereren Kurzhantel trainieren wollt, dann einmal die Kurzhantel hier schnappen, hinter dem Kopf platzieren und jetzt die Ellbogen hier zusammenpressen und nach oben drücken, bis sie ausgestreckt sind. Hinter dem Kopf. Das Ganze nochmal von der Seite betrachtet, schön gerade nach oben. Das sind die sogenannten Kurzhantel-Überkopf-Trizeps-Extensions. Hier empfehle ich wieder 3 Sätze, 12 bis 15 Wiederholungen. Das war das Ganzkörper-Workout mit Kurzhanteln für zu Hause und im Gym. Nochmal kurz durchbesprochen, wir starten mit den größeren Muskelgruppen, den Beinen, die Beinvorderseite mit Goblet Squats, gehen über zur Beinrückseite mit Kurzhanteln Romanian Deadlifts, dann zur Brust mit Floor Press oder Floor Flies, über zum Rücken mit Kurzhantelrudern und dann zu den etwas kleineren Muskelgruppen. Die Schulter, die vordere Schulter mit Military Press, die hintere Schulter mit Reverse Flies, den Bizeps mit Bizeps Curls und den Trizeps mit Überkopf Trizeps Extensions. Keine Sorge, wenn ihr das Ganze jetzt hier nicht ganz verstanden habt, ihr findet das gesamte Workout hier unten in der Beschreibung. Ich würde empfehlen für zu Hause 3 Sätze Minimum, wenn ihr aber 4 oder 5 Sätze machen wollt pro Übung, ist das völlig in Ordnung. Beim Training schleichen sich sehr, sehr schnell Fehler ein. Und um diese Fehler nicht zu machen und sie zu beheben, haben wir ein extra Video für euch gemacht, bei dem wir 10 Fehler besprechen und wie ihr das Ganze vermeiden könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Nachmachen. Hat mich mega gefreut. Bitte einmal den Kanal abonnieren und auf Like drücken. Wir sehen uns bestimmt im nächsten Video.